Was für ein Intro für diese Ukulele, die Flight Diana Soundwave. Ein Instrument mit diesem speziellen Soundwave-System drin. Zu dem kommen wir gleich. Erstmal so die grundtechnischen Daten, die es zu dieser Ukulele zu erzählen gibt. Tenorgröße, 18 Bünde, massive Zederndecke, Zargen und Boden aus Walnuss laminiert. Der Hals ist aus Okoume hochglanzlackiert. Ich persönlich mag das nicht so sehr, aber da sind die Geschmäcker ja auch verschieden. Und Griffbrett aus Purple Wood, diese tolle geschlitzte Kopfplatte. Ich mag ja diese geschlitzten Kopfplatten. Schöne Schallloch-Rosette, schönes rotes Binding. Und wesentlich ist hier natürlich dieses Soundwave-System. Was ist das? Da sind praktisch Effekte eingebaut. Man braucht also keine Fußpedale, die man da anschließen muss, und einen Verstärker, sondern man kann direkt ohne irgendwelche Zusatzgeräte ein paar Effekte auf den Klang draufgeben. Das Intro war jetzt hier gleich mal mit einem bisschen Reverb gespielt. Und insgesamt gibt es also Reverb, Chorus, Delay und einen Lautstärkeregler. Wie funktioniert das Ganze? Gucken wir mal in die Ukulele rein. Da ist also dieser schwarze Kasten. Das ist die Elektronik, die die Effekte überhaupt mal erzeugt. Und dann sitzt da eben dieser, wie heißt das, Transducer, Lautsprecher auf dem Boden. Der gibt dann eben das modifizierte Signal mit den Effekten auf den Boden ab. Das resoniert dann natürlich nach vorne und gibt dann den Sound mit den Effekten aus. Ich spiele jetzt einfach mal, damit man es direkt vergleichen kann, ein Stück jeweils mit einem anderen Effekt. Erstmal ganz ohne Effekt, weil das geht natürlich auch bei diesem Instrument, das ganz normal zu verwenden. Jetzt machen wir mal ein bisschen Reverb drauf. Reverb raus und dafür Chorus rein. Und Chorus raus und Delay rein. Gerade beim Delay ist natürlich entscheidend, wie stark ich das aufdrehe. Ganz wenig aufgedreht. Mittel aufgedreht. Und ganz doll aufgedreht. Und man sieht auch schon, hört dann einfach irgendwann nicht mehr auf. So, da muss man also ein bisschen aufpassen. Man kann das Ganze natürlich auch kombinieren. Gerade mit Delay habe ich eigentlich persönlich noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich probiere hier mal was. Ja, so in der Art kann das dann klingen. Natürlich auch mit Akkorden. Oh, da muss ich jetzt aber echt noch üben. Hier, Barres da oben. So in der Art. Ist eine ganz nette Spielerei und man muss eben sich nicht einstöpseln. Man braucht keinen Verstärker, keinen Lautsprecher, kein extra Effektgerät und kann das einfach so, wie ich jetzt hier auch, ohne eingestöpselt zu sein, auf dem Sofa einfach ein bisschen spielen. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich auch an Verstärker anschließen und dann
auch mit oder ohne Effekten spielen. Wenn man dann den Verstärker hier angeschlossen hat und die Effekte eingeschaltet hat, dann sind die Effekte natürlich nur im Verstärker und kommen hier aus der Ukulele nicht mehr raus. Das Ganze wird dann noch aufgeladen. Ladekabel ist dabei, stöpselt man hier ein und dann hier USB, Handy-Ladekabel ran an den Strom, kurze Weile da aufladen und dann kann das hier losgehen. Der ist ohne Effekte als ganz normales Instrument eine wunderschöne Ukulele, aber halt hier mit dem Bonus Friends with Benefits sozusagen, mit diesen Effekten, wenn man sie denn einsetzen möchte. Werde ich ab und zu tun, ganz bestimmt nicht überwiegend und nicht immer, aber Spaß macht es. Tschüss!